Hi, heute geht es um Sicherheit, Einbruchsicherheit bei Fenster und Türen, vor allem jetzt hier in der Werkstatt, vor allem in deiner Werkstatt. Der eine oder andere hat sich bestimmt schon mal darüber Gedanken gemacht, ob es jetzt ein Kellerraum ist, ob es der Schuppen ist, ob es eine Halle ist oder ob es irgendwie ein kleines einzelnes Gebäude ist. Einbrüche geschehen überall, vor allem in der dunklen Jahreszeiten, im Herbst und im Winter. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam das ganze Ding hier so ein bisschen einbruchsicher machen, beziehungsweise euch meine Tipps verraten und meine Tricks und worauf ihr unbedingt achten solltet. Und das natürlich für ein schmales Budget. Als allererstes habe ich mir natürlich eine Schließanlage besorgt, war nicht so ganz günstig. Ich glaube 160, 170 Euro von Abus, Schloss Brabus. Das Tolle daran, die Schlüssel, ne, die sind jetzt, steckst du nicht mehr so rein, sondern waagerecht. Und man muss sich erst mal dran gewöhnen. Ne? Das Ganze ist sehr, sehr sicher gegenüber unseren anderen Zylindern. Wenn ihr beispielsweise, oder der Begriff Lochpicking oder Lockpicking, sagt euch bestimmt was. Ne? Es gibt so Geräte, so ein kleiner Metallwinkel, der da reingeht und hoch und runter geht, ganz, ganz schnell. Damit kommt ihr dann normale Schließzylinder auf. Natürlich könnt ihr solche Geräte nicht frei im Handel kaufen, aber damit könnt ihr das Ganze umgehen. Ne? Also zwei Zylinder, die bauen wir gleich zusammen ein. Und dann habe ich mir hier Abus Zusatzschlösser für Fenster oder auch eine Tür besorgt. Und da gibt es so ein paar Sachen, worauf man achten sollte. Und Einbruchschutz Level 5. Und das Ganze werde ich jetzt hier an meine zwei Fenster einbauen, plus die Zylinder. Das machen wir jetzt mal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Und dann sage ich euch nochmal ein paar Tipps und Tricks für die Werkstatt. Um so einen alten Profilzylinder auszubauen, das ist ganz einfach. Darüber gibt es eigentlich auch Videos von mir. Da erkläre ich dir ausführlich, wie du sowas messen kannst und wie du sowas ein- und ausbauen kannst. Ne? Hier in dem Falle fehlt der Zylinder. Der Voreigentümer hat das Ganze mitgenommen und der Einbau ist jetzt ganz einfach. Ne? Wir brauchen dazu den Schlüssel. Die Schließnase stellen wir quasi auf 0. Das heißt, dass die mit dem Profilzylinder auf 1 ist, damit wir das Ganze auch reinschieben können. Und dann geht das in der Regel, soll das sehr, sehr einfach gehen. Ihr seht jetzt nicht, dadurch, dass das Schild wahrscheinlich ein bisschen verrutscht ist. Und manchmal können auch kleine Schläge helfen, aber natürlich nicht zu doll, sonst verletzt ihr den Zylinder. Ne? Von der anderen Seite, ob das hier einfacher geht. Da klemmt er irgendwo, der Bursche. So, der klemmte. Manchmal kann auch helfen, wenn man das Einsteckschloss ein bisschen löst. So, in der Tat, da muss ich einen kleinen Schlag drauf geben. Eigentlich, also wenn das schwergängig nicht geht, dann löst bitte die Schlösser bzw. das Schloss. Und ihr könnt hier wirklich ganz, ganz vorsichtig, nicht jetzt wie ich hier auf den Schlüssel raufhauen, sondern ganz, ganz vorsichtig hier am Profilzylinder könnt ihr mit einem stumpfen Gegenstand, ein Stück Holz, ganz, ganz vorsichtig das Ganze hineinschlagen. Und wenn ihr dann den Schlüssel umdrehen könnt, zack, dann funktioniert das Ganze. Dann nehmen wir auch die Profilzylinder-Schraube und schrauben das Ganze fest, nicht zu fest, sondern handfest. Und es kann durchaus sein, dass ihr die Profilzylinder-Schraube kürzen müsst, je nachdem, wie tief der Schlosskasten ist. Und wenn wir das Ganze zu fest schrauben, dann kann es sein, dass wir den Profilzylinder schwächen. Das heißt, dann bauen wir Druck auf und das ist dann natürlich auch wieder ein Schwachpunkt, dass der Profilzylinder schwer geht. Wie jetzt hier in diesem Fall, der lässt sich schwer drehen, jetzt lockere ich das Ganze, jetzt geht es wieder leichter, seht ihr, weil Spannung drauf war. Das zweite Schloss, beziehungsweise der zweite Profilzylinder ist auch eingebaut. Das Ganze geht jetzt noch ein bisschen schwergängig. Und ganz, ganz wichtig, ihr solltet den Profilzylinder nicht ölen oder schmieren, sondern ihr könnt das Schloss schmieren oder ölen. Und nehmt dazu bitte ein Trockenspray, ein PTFE-Trockenspray, beispielsweise dieses hier. Das schmiert das Ganze auch. Und zwar trocken. Wenn ihr jetzt beispielsweise irgendein Öl nimmt oder Fett, und Fett wird mit der Zeit ranzig und dadurch hakt es, wie jetzt in diesem Fall hier. Einbrüche an einer Tür sind ungefähr 10%. So, meistens brechen die Leute
in ein Fenster ein oder bei einem Rolltor. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn ihr das habt. Viele haben wahrscheinlich nur eine Kellertür oder eine Tür. So, und dann ist natürlich wichtig, diese eine Tür wirklich abzusichern. Und jetzt haben wir mal, hier ist ein gutes Beispiel. Diese Tür hier ist eine ganz normale, stinknormale Baumarkttür. Sicherheitsstandard, das höchste, was wir hier haben, ist eine Dreifachverriegelung. Das heißt, wir haben hier einen Verriegelungspunkt, hier oben und hier unten. Eine gute Sache. Aber natürlich, wenn eine perfekte Verriegelung, wenn wir so Schwenkhaken haben. Man kann solche Stangen, Schlösser oder Einsteckschlösser nachbestellen und umrüsten. Das werde ich auch tun. Ich werde euch natürlich jetzt nicht sagen, was ich an dieser Tür alles machen werde. Ich werde euch sagen, was ihr alles machen könnt. So, dann ist zum Beispiel diese Seite jetzt sehr, sehr sicher. Wir haben jetzt auch hier ein Schild, ein Türschild mit einem Knauf. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben hier einen Aufbauschutz. Das heißt, der Profilzylinder, wo jetzt der Schlüssel reinkommt, der ist gesichert vor, bevorm Aufbohren oder vom Wegbrechen. Viele Einbrecher brechen auch so einen Profilzylinder gerne weg. Das heißt, die Schwachstelle bei so einem Profilzylinder ist ja der Mittelpunkt durch die Gewindebohrung und durch die Schließnase. Und dann biegen sie so ein Blech weg und dann gehen sie daran und brechen den Zylinder weg, stoßen das Ganze durch und dann können sie die Tür auch öffnen. Und das wirst du mit so einem Schließschild mit einem Aufbauschutz verhindern. Das Ganze kannst du auch nachrüsten. Das werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Also alles, was ich jetzt aufzähle, wirst du unten finden, was ich dir empfehlen kann. Dann gibt es als nächstes, wenn ich jetzt die Seite, die Schließseite gesichert habe, gibt es natürlich die Bandseite. Und da geht natürlich jeder, dann fummelt hier ein bisschen rum, wenn er Zeit hat. Und merkt, okay, das geht nicht auf. Und ich bin hier geschützt. Ich habe hier meine Ruhe und kann in Ruhe hier handhaben, dann gehe ich natürlich an der Bandseite, weil an der Bandseite sind meistens nur zwei kleine Bänder, wo die Tür eingehangen ist. Und dann gehen auch viele bei mit einem Brecheisen und versuchen, die Tür hochzuhebeln oder rauszuhebeln. Dann gibt es Bandseitensicherung für Haustüren, das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du nochmal nachträglich dann installieren. Und dann gibt es für so eine Tür, ihr seht jetzt beispielsweise das Innenleben einer Tür hier, das nennt man Füllung. Und diese Füllung ist eingesetzt von innen drinne. Und innen drinne sind Glasleisten, die diese Füllung festhalten. Jetzt kann ich mir hier eine Fünffachverriegelung einbauen, hier eine Bandseitensicherung. Und dann gehe ich bei und kann hier diese Füllung, wenn ich wollte, eintreten. Weil irgendwann geben die Glasleisten innen drinne nach und dann bin ich drinne. Wie kannst du das verhindern? Ganz einfach, indem du entweder innen drinne dir Krallen ransetzt oder eine große Aluminiumplatte raufsetzt und festschraubst, dann ist das Ganze schon mal erschwert. Oder du nimmst hier, gehst hier rüber und baust dir einen Panzerriegel ein. Ein Panzerriegel, der links und rechts nochmal mit dem Türrahmen verbunden ist. Dann hast du nochmal einen extra Schlüssel, beziehungsweise wenn das jetzt eine Schließanlage ist, kannst du dir nochmal einen extra Profilzylinder bestellen, passend zur Schließanlage. Und dann kannst du hier das Ganze nochmal abschließen und schon ist die Tür sicher. Natürlich, wenn du jetzt überlegst, du kaufst dir ein neues Schloss, du kaufst dir ein Schild, du kaufst dir eine Bandseitensicherung, du kaufst dir einen Panzerriegel, dann bist du schon locker bei 1.500 Euro oder mehr. Und dann kannst du dir auch vielleicht für 2.000 oder 2.500 beispielsweise eine neue Haustür kaufen. Ich werde jetzt drinnen das ganz einfach verriegeln, sage ich aber nicht, aber der jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Und jetzt kommen wir zu einem Schwachpunkt, wo die meisten Einbrüche geschehen, und zwar bei den Fenstern, bei Kunststofffenster, Holzfenster, Aluminiumfenster, eigentlich über das Gleiche. Das heißt, derjenige, der hier rein will, er weiß ganz genau, Schwachpunkt Fenster. Es gibt natürlich Fenster in verschiedenen Einbruchklassen, RC1, RC2, hoch bis RC6, mit P4VA-Verglasung. Das heißt, ich kann das Ganze noch nicht mal einschlagen oder eindrücken, weil die Glasleisten alle gesichert sind. Aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich nicht so. Vor allem bei so einem Werkstattgebäude, da achtet man wirklich sehr, sehr wenig darauf, wenn ich so ein Gebäude neu baue. Vielleicht heute, aber vor, ich weiß nicht, wie lange die Hütte hier schon steht. Ich vermute mal nicht. Gucken wir uns gleich mal an. Und da gehen natürlich die Leute bei mit einem kleinen Brecher, also mit einem Schraubendreher, setzen an und versuchen das Ganze aufzuhebeln. Und ich würde auch immer so Kontrollgänge gehen, alle oder einmal im Monat, und mal schauen, ob hier irgendwo Einbruchspuren sind. Vor allem bei der Tür kann man das ganz gut sehen, wenn die Dichtung weg ist, wenn ein paar Kratzer drin sind. Und so ein Fenster könnt ihr auch schützen. Ich mache jetzt das beispielsweise so, dass ich denjenigen, der hier rein will, gar nicht die Möglichkeit gebe, reinzugucken. Boah, da steht eine richtig tolle Standbohrmaschine und eine richtig tolle Tauchkreissäge von Festool. Das heißt, ich habe das Ganze mit einer Spiegelfolie ausgestattet. Darüber gibt es auch ein Video. Das zeige ich dir
oder verlinke ich die unten in der Videobeschreibung. Und damit kannst du beispielsweise auch schon viele abschrecken oder auch anlocken, je nachdem. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze? Ich hoffe, dass ich die abschrecke. Ganz schön dunkel hier in der Hütte, muss ich sagen. Am Licht muss ich auch noch ein bisschen was machen. Das ist ja jetzt hier das Büro oder der Chillraum von meiner kleinen Werkstatt. Kommen wir später nochmal, beziehungsweise folgt mir einfach hier auf YouTube und dann wirst du das miterleben, wie wir das Ganze einbauen. Ich habe jetzt hier ein Abus-Zusatzschloss installiert. Das kannst du beispielsweise auch für eine Haustür machen. Für eine Haustür gibt es nochmal andere Schlösser. Wie gesagt, werde ich dir alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist jetzt ein Zusatzschloss, das auf der Schließseite kommt von so einem Fenster. Und so ein Fenster ist eigentlich ganz simpel abzusichern. Also wir... Upsala. Ja, die... Das klemmt hier so ein bisschen, ne? So, wir haben jetzt hier eine Seite, wo wir das Ganze gesichert haben, also eine Verriegelung. Und so ein Fenster hat ja ringsherum ein Fenstergetriebe mit Schließzapfen. Und die guten sind so ausgestattet, dass da Pilzköpfe sind. Das heißt, die gehen in den Schließstück, was sich im Rahmen befindet. Das schließt so, dass du das durch Hebel nicht aufbekommst, beziehungsweise bei den verschiedenen Schließklassen dauert das ein bisschen länger. So, aber irgendwann kriegst du es trotzdem auf. Und deswegen kann ich euch ganz klar empfehlen, so ein Fenster abzusichern mit solchen Zusatzschlössern. Ob ihr die jetzt von Abus nimmt oder ich weiß nicht was, ist egal. Ich werde jetzt zwei Stück hier installieren. Einmal dort. Oh, die Abdeckkappe drauf. So, zack. Das kannst du dann mit dem Schlüssel wieder entriegeln. Ich lasse es aber jetzt verriegelt und dann nochmal hier bei der Bandseite. Obacht, ich möchte dieses Fenster nur noch auf Kipp stellen, nicht mehr öffnen. Wenn ihr jetzt so ein Schloss auf der Bandseite stellt, dann könnt ihr das ganze Fenster nicht mehr öffnen. So, aber Abus hat natürlich da mitgedacht, es gibt auch Bandseitensicherung, die einmal mitlaufen und mit einem Stift, den ihr dann drücken könnt. Und dann könnt ihr das ganze Fenster auch auf Kipp stellen. Werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Den nächsten Punkt, den es gibt, ist beispielsweise, wenn ihr eine Werkstatt habt oder eine Halle, die ein Rolltor hat, wie jetzt hier. Das ist was ganz, ganz Feines, so ein Rolltor. Und ältere Rolltore sind vielleicht noch aus Holz oder aus Kunststoff. Die würde ich eventuell, beziehungsweise den Panzer, würde ich unbedingt wechseln. Das hier ist Aluminium, sprich wir haben Aluminiumschienen. Und das Ganze ist schon einen kleinen Ticken sicherer. Ich zeige euch gleich mal in drinne, was ihr machen könnt, damit das Ganze noch sicherer wird. Weil die meisten gehen einfach bei und versuchen, das Rolltor hochzuziehen. Rausbrechen wird den Leuten nicht gelingen. Also sehr, sehr schwer und es macht sehr, sehr viel Lärm. Denn wir haben jetzt links und rechts ungefähr sind die Lamellen so 20 mm, 30 mm in der Führungsschiene drinne. Wenn ihr so einen großen Panzer eindrücken wollt, da braucht ihr viel, viel Kraft und das macht wirklich sehr, sehr viel Lärm. Aber es gibt viele Tore, die von außen hier bedient werden mit solchen Schaltern hoch, runter und die sind gesichert mit so einem Schlüsselschalter. Das heißt, ich gebe hier dann Schrumpf frei und kann das Ganze bedienen. Das ganze Ding hier habe ich stillgelegt, beziehungsweise stillgelegt lassen. Der Vorgänger hat das Ganze gemacht. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Du kannst das hier abschrauben oder abschlagen, dann hast du da 3, 4, 5 Kabel und das kannst du natürlich dann überbrücken und dann kriegst du auch dein Rolltor hoch. Das wäre wahrscheinlich die erste Variante hier, der mit ein bisschen Köpfchen hier versucht reinzukommen. So, das Einfachste, was ihr machen könnt, ist von vornherein, was wirklich sehr, sehr wenig Arbeit macht, ihr trennt dieses Rolltor vom Stromnetz. Das heißt, ihr baut einfach, bevor der Motor Strom bekommt, baut ihr einen Schalter, zack, aus. Das heißt, der Schalter ist vielleicht noch ein bisschen versteckt. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand hier reinkommen sollte, durchs Fenster oder durch die Tür, und er will hier massenhaft Werkzeug rausschleppen oder ich weiß es nicht, dann macht ihr denjenigen das sehr, sehr schwer, indem er einfach das Rolltor gar nicht aufbekommt. Das heißt, er kann auch gar nicht viel rausschleppen, weil es gar keine es gibt keine Möglichkeit. Das heißt, er muss den Schalter erstmal suchen. So, da oben ist irgendwie eine dicke, fette Hornisse. Muss ich gleich mal rauslassen. So, der zweite Aspekt ist, es gibt Rollladenpanzersicherung. Es gibt Sicherungen, die du nachträglich installieren kannst, und zwar eine Hochschiebesicherung. Die kannst du beispielsweise links und rechts, am besten unten, anbringen. Die werden geklemmt und dann geschraubt. Das heißt, wenn du das Gebäude verlässt, kannst du die reinschieben, dauert 2 Minuten, schraubst das Ganze fest und dann ist das gesichert. Das Ganze gibt es auch für oben. So kannst du dann beispielsweise den Rollladenpanzer davor schützen, dass ihr das Ganze hochdrücken könnt. Wenn ihr die ganzen Punkte beachtet, je nachdem wie viel Budget ihr habt, um das Ganze abzusichern, dann ist das Ganze ziemlich sicher. Ihr könnt natürlich jetzt noch rangehen oder beigehen,
Gitter vor die Fenster bauen. Das ist ja ein Punkt, der kostet nicht viel und ist sehr, sehr sicher. Aber ich möchte halt auch nicht, dass das aussieht wie so ein Gefängnis oder da sind Gitter vor und das ist hoch. Was da drin ist, ist wirklich sehr, sehr vom hohen Wert. Und ich möchte halt auch keine Leute anlocken oder Diebe in dem Punkt. Ne? So, was man dann noch machen kann, ist natürlich eine Alarmanlage installieren. Entweder eine sich selber kaufen für 200-300 Euro oder lasst eine installieren. Diese hier beispielsweise ist vom Fachbetrieb installiert worden, vom Vorgänger noch. Jede Tür, jedes Fenster ist abgesichert. In drinne gibt es noch ein paar Sicherungen und wenn da was losgeht, kriege ich per App ein Signal und es wird auch die Polizei benachrichtigt. Das hat er vorweg mal so installiert, das lasse ich auch so und damit kann ich ein bisschen besser schlafen. Ne? Genau, was ihr noch machen könnt, ist natürlich Kameras installieren und so weiter und so fort, aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen und das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ich wollte jetzt gezielt drauf eingehen auf Fenstertüren und Rolltor. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Hier sind die nächsten zwei Videos. Wenn du Bock hast, dir das anzusehen, wie ich hier meine neue Werkstatt anrichte, dann schau dir das an. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier ist der Abo-Button. Bitte, bitte abonnieren. Und wenn du mich unterstützen willst, unten in der Videobeschreibung findest du nochmal eine Amazon-Wunschliste. Da sind ganz, ganz viele Produkte verlinkt, die ich jetzt aktuell gut gebrauchen könnte. Und damit kannst du mich so ein bisschen unterstützen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.